Die Geschichte, die ich euch nun erzähle, nennt sich Haus am See. Viel Spaß und let's creep! In einem dicht bewaldeten Gebiet steht ein kleines hölzernes Haus am See. Die See ist ruhig und das Haus mit Efeu überwuchert. Hier findet man als Autor die Ruhe, die man zum Schreiben eines Buches benötigt. Man hört aus der Ferne nur das Zwitschern einiger Vögel und das Rauschen des am See angrenzenden Baches. Doch dieses Haus hat eine dunkle Vergangenheit. Denn im Jahre 1986 erhängten sich im Keller des Hauses eine Frau und ein Mann. Die Ursache hierfür wurde nie herausgefunden. Aber man munkelte in der nahegelegenen Stadt, dass nachts bei Vollmond im Haus Licht brennen zu sehen. Und am Fenster würde man den Schatten einer Person erkennen können, die hinaus in die Nacht starrte. Ich ließ mich von dem ganzen Geschwätz der Leute aber nicht beirren und hielt das alles für ein Ammenmärchen. Das Einzigste, was ich wollte, waren ein paar Tage vollkommene Abgeschiedenheit und Ruhe. Einfach dem ganzen Alltagsstress entkommen, um auch das letzte Kapitel meines Buches endlich abschließen zu können. In dieser einen Nacht, an der ich die letzten 5 Seiten meines Buches weiterschrieb, passierte nicht viel, außer dass ich am prasselnden Kaminfeuer auf meinem Schreibtisch einschlief vor Müdigkeit. Es war schon spät in der Nacht, als meine Augen langsam zufielen, mein Kopf sich auf den Schreibtisch senkte und ich ins Land der Träume fiel. Der schwarze Nebel in meinem Traum lichtete sich langsam und ich stand im Wald. Ich stand vor der kleinen, efeubewachsenen Holzhütte am See. Der Vollmond leuchtete so hell, dass er mir jedes vom Baum herabfallende Blatt deutlich zeigte. Irgendwo neben mir im Gras konnte ich etwas hüpfen sehen. Aus der Ferne hörte ich eine Eule und ein Specht klopfte und hämmerte gegen einen Baum. Mit langsamen Schritten ging ich auf die Hütte zu. Der See hinter dem kleinen Holzhäuschen blieb still und ruhig. Nur der Mond spiegelte sich im Wasser. Der Weg zur Hütte zog sich lang und ich bekam diesen typischen Tunnelblick. Adrenalin stieg in mir hoch und ließ mein Herz schneller pumpen denn je. Von außen konnte man erkennen, dass in der Hütte alle Lichter aus waren. Warum träumte ich von dieser Hütte am See? Was hat es damit auf sich? Diese Fragen stellte ich mir die ganze Zeit, während ich immer weiter auf die Hütte zuwandelte. An der Türe angekommen, berührte ich die Klinke und drückte sie vorsichtig herunter. Es knarrte und quietschte, und die Tür ging langsam auf. Ich stand im dunklen Wohnzimmer. Verzweifelt suchte ich den Lichtschalter, bis ich ihn dann doch endlich fand und herunterdrückte. Ich konnte es klacken hören, doch nichts geschah. Anscheinend ist der Generator im Keller ausgefallen. Mir blieb nichts anderes übrig, als im Dunkeln mich an den Wänden vorwärts zu tasten, bis ich den Türgriff zum Keller spüren konnte. Ich öffnete die Kellertüre und tastete mich weiter am Geländer die Treppenstufen herunter. Zum Glück wusste ich genau, wo sich der Generator befand. Nach mehrmaligen Versuchen, das Ding zum Laufen zu kriegen, sprang er dann endlich an und erleuchtete die gesamte Hütte. Jetzt konnte ich getrost den Rückweg nach oben einschlagen. Als ich mich gerade umdrehte, um nach oben zurückzugehen, erschien mir innerhalb von ein paar Millisekunden eine geisterhafte Gestalt. Ihr Kopf hing in einer Schlinge an einem Galgen. Dann verschwand sie wieder. Ich erschrak beinahe zu Tode und rannte so schnell ich konnte zurück ins nun hell erleuchtete Wohnzimmer. Außer Puste und nach Atem ringend, erkundete ich meine sichtbare Umgebung. In meinem Traum stand alles so an seinem Platz wie in der Wirklichkeit. Auch im Kamin prasselte nun ein Feuer. Ein bedrückendes, zeitgleich ängstliches Gefühl stieg in mir hoch. Aus einiger Entfernung, mit Blickrichtung zum Fenster, konnte ich ein schwaches Licht durchscheinen sehen. Und es war gewiss nicht das Licht des Vollmondes. Dieses Licht schien wesentlich heller. Meine Neugier hatte mich gepackt und ich ging zum Fenster hin, wo das Licht durchschien. Das Fenster war mit jeder Menge Staub und Schmutz bedeckt, den ich versuchte mit meinem Ärmel wegzuwischen. Ich schaute durch das Fenster hindurch und sah statt des Waldes das Wohnzimmer der kleinen Hütte. Am Schreibtisch schlief jemand mit dem Kopf gesenkt über einem Buch. Diese Person, die dort schlief,
bin ich selbst gewesen. Ich habe nie geträumt, ich bin wirklich hier.